Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr am Titel schon lesen könnt, ist das heute das Antwortenvideo zu meinem Fragen-Antworten-Video, wo ich vor, ich weiß gar nicht wann, 2 Wochen oder so eingestellt habe. Ich habe ja gesagt, ich warte einfach ein bisschen, bis ich dann sehe, dass keine Kommentare und so mehr nachkommen und mich einige angesammelt habe und dann drehe ich das Video für euch. Und das ist ja jetzt heute der Fall und ich hoffe, ihr freut euch darüber und ich werde fast alle Fragen beantworten und ja, nicht wundern, ich bin nicht nackt, ist immer so bei diesen Tube-Tops immer ein bisschen doof, ne? Also, Kinders, ich habe was an, ja, falls ihr das sehen könnt, keine Sorge, ne? Mach mal die Haare ein bisschen hier vor, ich habe auch zur Feier des Tages ein Blümelchen im Haar für euch, ne? Mach mal die Haare ein bisschen vor und dann, ja, fällt es nicht so auf, ne? Ich fände es selber immer ein bisschen komisch, auch wenn man weiß, dass derjenige was anhat, aber hier hört immer alles auf und, ne, wisst ihr Bescheid. So, dann fangen wir mal an. Ich fange jetzt mal von hinten an vorzulesen, die Fragen. Ich habe iPad hier und deswegen muss ich erst mal runtergucken, nicht wundern. Ich habe mir die Fragen jetzt auch nicht aufgeschrieben oder so. Ich meine, ich habe es mir vorher durchgelesen und Gedanken gemacht, habe jetzt aber nichts großartig aufgeschrieben. Das mache ich jetzt spontan. So, fangen wir mal an mit der ersten Frage vom Beauty Fashion Live TV. Mich würde interessieren, wie das mit dem Mama sein so aussieht. War die Schwangerschaft geplant und wie sieht dein Alltag so mit der Kleinen aus? So, das Mama sein ist sehr, sehr schön. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wie ein Kind zu haben. Und die Schwangerschaft war geplant, ja. Und mein Alltag mit der Kleinen, also die ist ja jetzt 1 Jahr geworden, sieht so aus, sie schläft momentan bis um 7 leider nur. Es gab mal Zeiten, wo sie länger geschlafen hat und das ist aber jetzt vorbei. Ich meine, ich bin froh, dass sie durchschläft und das schon fast von Anfang an. Da habe ich andere Sachen schon gehört von Freunden von mir, mit 2-3 Mal nachts auch immer noch raus müssen. Da bin ich ganz froh, dass sie durchschläft. Aber um 7 ist Tuck, da ist sie wach. Und dann ja, will sie auch raus, auch wenn ich sie zu mir ins Bett nehme. Die weiß schon, wie man aus dem Bett rauskrabbelt. Wird rausgekrabbelt und in die Wohnung gerannt. Und dann, sie kann ja jetzt schon laufen. Sie war sehr früh mit dem Laufen, schon vor dem ersten Geburtstag ist sie gelaufen. Und ja, dann will sie beschäftigt werden. Und das ist morgens ein bisschen anstrengend, weil ich ein kleiner Morgenmuffel bin. Versuche mich halt mit ihr zu beschäftigen, ein bisschen wach zu halten oder ein bisschen rauszugehen. Ja, so mein Alltag, ganz normal. Ich kümmere mich einfach viel um sie. Ich bin den ganzen Tag bei ihr, ich gehe raus mit ihr, ich treffe mich mit Freunden oder anderen Freundinnen, die Kinder haben. Dann gehen wir auf den Spielplatz oder schwimmen oder ich gehe zur Nachbarin rüber und die beiden Kinder spielen dann schön im Garten. Und ich gehe viel mit ihr raus und shoppen und ich nehme sie überall hin mit. Und ja, also mein Alltag ist ja, ganz normal mit Kind. Also ich mache viel mit ihr, ich spiele mit ihr, ich gehe mit ihr weg. Ich, ja, ganz normal eigentlich. Und abends geht sie dann ins Bett um 8. Hoffe ich zumindest immer, dass sie um 8 einschläft. Das ist nicht immer so der Fall, aber naja. Und dann habe ich immer erst so ein bisschen Ruhe und Zeit für mich. Deswegen, ich komme auch zurzeit wirklich sehr, sehr wenig dazu, Videos zu drehen. Es tut mir auch wirklich leid. Aber es ist momentan ein bisschen anstrengend. Dann habe ich körperlich ein bisschen Probleme gehabt mit meinem Rücken. Er ist ziemlich kaputt und da bin ich jetzt gerade dabei, das ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und ja, wie gesagt, den ganzen Tag habe ich eben halt die Kleine und abends ab 8 oder 9 habe ich dann mal kurz Zeit für mich. Natürlich will ich dann Videos drehen, aber das geht einfach nicht immer, auch vom Licht her. Und dann habe ich erstmal noch andere Dinge zu erledigen. Und ja, ist schon ein bisschen anstrengend, aber wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich möchte es nie wieder missen. Ich liebe meine Kleine über alles. Und ja, es gibt nichts Schöneres auf der Welt wie Kinder. Glaub mir. So, die nächste Frage von Annik Luxus. Wie alt bist du und woher kommst du? Ich bin 31 Jahre alt. Ich habe einen Nikolaus-Geburtstag. Ich bin ein Nikolaus-Kind. Also am 6. Dezember habe ich Geburtstag. Und da werde ich dann 32 Jahre dieses Jahr. Und ich komme aus Mannheim. Bin ich geboren und lebe ich auch immer noch. Zwar mittlerweile in einem anderen Stadtteil, wie ich geboren bin und auch in meinem Elternhaus gewohnt habe. Wohne ich jetzt woanders, aber immer noch Mannheim. Dann die nächste Frage von Lady Respectable. Was ist deine Lieblingsdrogeriemarke und warum findest du sie so gut? Lieblingsdrogeriemarke für dekorative Kosmetik würde ich sagen Catrice. Mag ich sehr. Also ich mag auch Essence, aber ich finde Catrice ist ja dann ein Tick teurer nochmal wie Essence. Aber ja trotzdem eine Drogeriemarke, also doch recht günstig. Und ich finde sie einfach ein bisschen edler aufgemacht wie jetzt Essence zum Beispiel, also rein optisch gesehen, sage ich mal.
Und qualitativ finde ich es sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich habe auch überhaupt nichts gegen Essence. Ich bin ein sehr, sehr großer Essence-Fan und kaufe auch viel von Essence. Also dekorative Kosmetik, Drogeriebereich, ja, eigentlich sogar beides. Essence und Catrice kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Also ich mag jetzt Catrice auch sehr gerne, seitdem es halt bei DM gibt. Es gibt es ja noch nicht so lange bei DM. Davor bin ich schlecht an Catrice gekommen. Von daher mag ich jetzt Catrice die letzten Monate einfach gern, weil ich Essence halt schon immer hatte. Aber wenn du zwei Antworten zulässt, dann würde ich sagen Essence und Catrice. Und im restlichen Drogeriebereich würde ich sagen, also jetzt Körperpflege, Haare, Hygiene, was auch immer, würde ich sagen Balea. Also Balea finde ich richtig gut. Ich finde immer die ganzen LEs cool, von Duschgels, Bodylotions, Handcreme, Seifen, sonst was. Das finde ich immer ganz cool. Und ich finde es auch qualitativ gut. Auch die Shampoos, und ich habe ja auch so eine Haarkur, die ich ganz, ganz toll finde. Und ja, würde ich sagen Balea. So, dann die nächste hat, Anikade. Sorry, wenn ich euren Namen vielleicht falsch ausspreche, aber wenn ihr das Video seht, wisst ihr ja, wer gemeint ist. Hat sehr, sehr viele Fragen geschrieben. Ich lese einfach nach und nach und beantworte dann so direkt, würde ich sagen, weil sonst vergesst ihr die Frage. Wie viel Taschengeld würdest du deiner Tochter geben, wenn sie 14 wäre? Das ist eine gute Frage, die ich eigentlich so gar nicht beantworten kann, weil die ist jetzt gerade mal ein Jahr und ich glaube, da wächst man so ein bisschen mit. Erstens verändern sich ja auch die Zeiten. Also ich meine, vor 14 Jahren zum Beispiel hätte man auch noch nicht so viel gegeben wie jetzt, ja, durch den ganzen Geldwert und so weiter. Wenn sie jetzt heute 14 wäre, ja, das kann ich eigentlich so gar nicht sagen, weil da auch als Eltern oder als Mutter oder so, da wächst man ja auch so ein bisschen rein. Und dann steigert man das und ab wann man das überhaupt anfängt und habe ich eigentlich gar keine Ahnung. Also ich würde mal sagen, wenn sie jetzt 14 wäre, ich weiß nicht, 100, 150 Euro vielleicht. Ich meine, wo ich 14 war, habe ich 100 Mark gekriegt, glaube ich, oder 120 Mark. Aber das kann man ja jetzt nicht so, ne? Das ist schon ein Weilchen her, ne? Wie ihr euch jetzt ausrechnen könnt. Ja. Ich kann es wirklich nicht so sagen. Also 100, 150 Euro vielleicht. Sorry, keine Ahnung. Wie alt ist dein Hund? Der Rico ist, was haben wir jetzt? August? Der ist 2 Jahre und 3 Monate. Als was arbeitest du? Also momentan arbeite ich nicht. Momentan bin ich noch in Elternzeit und passe auf meine Kleine auf. Aber ich habe gelernt, meine Ausbildung damals, vor einiger Zeit, habe ich Kauffrau für Bürokommunikation gelernt in einem sehr großen Pharmabetrieb. Wie viel Geld verdienst du ungefähr im Monat? Ja, sorry, aber das ist eine Frage, also mit Geld, das, sorry, beantworte ich nicht und finde ich, sollte man auch nicht fragen. Sorry, kein Angriff oder so, aber ich finde, über Geld redet man einfach nicht und das fragt man auch nicht. Was ist dein Lieblingsduft? Mein Lieblingsduft. Momentan Diesel Lavados. Moment, hast du einen Freund, Mann? Ja, einen Mann. Wie alt ist deine Tochter? 1 Jahr, habe ich gerade gesagt. Im Juli, Mitte Juli ist sie 1 Jahr geworden. Welche Schuhgröße hast du? 39. Wie groß bist du? Ich bin 1,64. Wie viel wiegst du? Oh, das möchte ich euch jetzt auch nicht sagen eigentlich, sorry. Was ist dein Lieblingsdrogerieprodukt? Hatten wir auch gerade. Wo kaufst du am liebsten deine Klamotten? Am liebsten meine Klamotten. Also ich kaufe gern im H&M, ich kaufe gern im Zara, ich kaufe auch gern im New Yorker, vor allem Totenkopf-T-Shirts. Ich kaufe gerne ja, online, so bei China Tricot zum Beispiel, finde ich ganz, ganz cool. Ja, China Tricot ist cool. Wie viel Geld gibst du ungefähr im Monat für Kosmetik aus? Oh je, das kann ich euch auch nicht sagen. Das ist irgendwie jeden Monat anders. Weil mal brauche ich nichts, da kaufe ich mir nur, wenn mal vielleicht eine LE kommt, irgendwas oder so. Und mal ist daheim wieder alles leer und ich brauche alles von 0 auf 100. Und dann sind das halt gleich mal wieder 80 Euro oder so. Und geht es jetzt nur um Kosmetik? Also wenn es nur um dekorative Kosmetik geht, ja, es kommt auch immer drauf an. Also wie gesagt, wenn ich jetzt nur im DM einkaufen gehe und nur mal Drogerieprodukte kaufe,
dann sage ich mal vielleicht 50 Euro, dann kriege ich ja aber auch eine Menge dafür. Wenn ich aber jetzt mal bei Douglas bin und kaufe mir was von MAC, allein nur vielleicht mal einen Puder und einen Lippenstift, dann bin ich dabei ja schon bei 40 Euro und dann habe nur zwei Produkte. Also ich kaufe mir nicht so viel High-End-Sachen, würde ich sagen, aber das kommt ja hin und wieder auch mal vor. Da gibt es eben Monate, wo ich mehr ausgebe, aber ich würde sagen, ja, vielleicht 100 Euro so im Schnitt, weil dann kommt vielleicht mal noch ein Parfüm dazu oder so, also ja, keine Ahnung. Kann man jetzt echt schwer sagen, sowas. Tut mir leid, also ich versuche wirklich alles zu beantworten, aber es ist ein bisschen schwierig, manche Sachen, weil ich achte eigentlich auch gar nicht so drauf. Wie viele MAC-Produkte hast du? Eine gute Frage. Also ich habe, glaube ich, 14 Lippenstifte oder so von MAC. Dann habe ich zwei Foundations. Dann habe ich zwei, drei Puder. Dann habe ich zwei Highlighter. Vielleicht 20, würde ich mal sagen, so geschätzt 20. Ach nee, noch viel mehr, ich habe ja noch Eyeshadows. 6, 7 Eyeshadows habe ich noch, 25, würde ich mal sagen, 25. Mal so aufgerundet. So, dann geht's weiter. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Von Tata J. Hi Anja, wie bist du zu YouTube gekommen, selbst Videos hochzuladen? Ja, das war so, ich habe jetzt sehr, sehr lange Zeit eigentlich YouTube-Videos geguckt. Bestimmt jetzt ein Jahr lang oder so. Und dieses Jahr, so Februar, März, kann ich euch gar nicht sagen, wieso, habe ich irgendwie gedacht, ich hätte ja eigentlich alles mehr Zeit hier daheim, so zwischendurch. Und wir hatten uns, also wegen der Kleinen, hat auch eine Kamera gekauft und ich hatte auch eine Kamera daheim. Und da ich YouTube halt gerne geguckt habe und dann irgendwie gedacht habe, das ist eigentlich auch voll dein Ding, das ist so dein Hobby, deine Leidenschaft, Kosmetik, alles, was damit zu tun hat, mit Beauty, mit Schminken und so, habe ich irgendwie gedacht, warum nicht, wenn die das können, kann ich das auch, ne? Und hat natürlich schon ein bisschen Zweifel am Anfang, das dauert bestimmt voll lang, Abonnenten zu kriegen. Und am Anfang war es natürlich auch langsam, dass es voranging, dass man Abonnenten bekommt, aber dann, ja, ging es doch recht schnell und jetzt bin ich schon bei über 1000 und das jetzt ja seit März oder April habe ich, glaube ich, angefangen. Sorry, ist jetzt gerade so unbequem. Und ja, da freue ich mich tierisch drüber. Ich freue mich auch jetzt noch über jedes Abo, wo ich bekomme. Und es ist wirklich so schnell jetzt auch gegangen und doch so viel geworden. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Ja, einfach, weil ich mir gedacht habe, das kann ich auch. Probieren wir es einfach mal aus, wenn es nicht klappt. Ne? Aber mir macht so viel Spaß und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, aufzuhören. So, Miss Lisi 2. Was für eine Ausbildung hast du gemacht? In welchem Beruf arbeitest du jetzt? Also Ausbildung habe ich schon gesagt, die habe ich 98 angefangen. Habe ich Kauffrau für Bürokommunikation gelernt. Und in welchem Beruf arbeitest du jetzt? Immer noch in dem Beruf. Ich bin auch immer noch in der Firma. Und ich habe jetzt die letzten 8 bis 10 Jahre oder so habe ich im Einkauf und Disposition gearbeitet. So, und dann geht es weiter. Jetzt muss ich gerade mal scrollen. Da hat jemand was über den Rico geschrieben. Wie alt bist du? 31. Von Ballettteacher 84. Gut, also Fragen, die jetzt hier doppelt und dreifach sind, die lese ich jetzt dann einfach auch nicht nochmal vor, weil ich habe es ja dann schon in den Fragen davor gesagt. Ne? Machst du Sport? Ja, nein. Also ich bin seit der Geburt im Fitnessstudio angemeldet, weil ich doch noch einige Kilos zu viel auf den Rippen habe, würde ich mal sagen. Mehr wie vorher zumindest. Ihr kennt mich aber vorher nicht. Und ja, da bin ich eigentlich, also mit meinem besten Freund angemeldet, da gehen wir immer hin. Aber jetzt die letzten 2-3 Monate eigentlich hatte ich irgendwie so viel Stress und keine Zeit und ich muss aber unbedingt, vor allem wegen meinem Rücken, ja, vor allem das. Ich muss unbedingt wieder gehen. Also eigentlich nur Fitnessstudio. Arbeitest du und wie alt bist du? Das habe ich schon gesagt. Wie reagierst du, wenn jemand Angst vor deinem Hund hat? Das kenne ich. Also meine Nachbarin gegenüber hat totale Angst vor Hunden und auch vor Rico, obwohl er ja klein ist. Und das respektiere ich natürlich. Ich halte ihn dann fern oder ich weiß, oder auch wenn jemand dann sagt, er hat Angst, gehe ich weiter, halte ihn fest oder gehe auf die andere Seite, weil ich kann das nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel unglaubliche Angst vor Spinnen, unglaubliche Angst. Ich meine, Spinnen trifft man jetzt vielleicht nicht so oft wie Hunde auf der Straße oder so, aber auch wenn irgendwo eine Spinne ist oder ich bin bei anderen Leuten oder was weiß ich, will ich auch nicht.
dass man die dann hernimmt und sie mir unter die Nase hält oder dann Spaß draus macht. So, haha, guck mal, bla bla bla, da raste ich auch aus, weil das absolut nicht geht. Und auch wenn ich natürlich Hunde liebe und die Angst vor Hunden nicht nachvollziehen kann, kann ich es aber trotzdem verstehen und akzeptieren, weil ich auch vor was Angst habe. Und ja, da wird einfach ganz normal mit umgegangen. Da wird einfach weggegangen, festgehoben oder ja. Das muss man einfach Verständnis dafür haben. Die Frage hatten wir auch schon. Sorry, 55545 oder SRY545, gibt es zum Piercing eine besondere Geschichte? Zum Piercing weiß ich jetzt nicht, ob du ein bestimmtes meinst, weil ich habe nicht nur eins, sondern ich habe 20 oder 25, keine Ahnung, ich weiß es selber überhaupt nicht. Ne, so viele habe ich gar nicht mehr. Ach, keine Ahnung. Von daher weiß ich nicht, ob du jetzt, weil du zum Piercing geschrieben hast, jetzt ein bestimmtes meinst, das weiß ich nicht. Und alle anderen, ja gut, ich meine, jedes Piercing hat irgendwie eine Geschichte oder ein Erlebnis oder man hat vielleicht jemanden dabei. Ich habe zum Beispiel das hier in der Mitte, diesen Conch, den, wo ich hier habe, also das habe ich hier auch, aber als Ring, den habe ich schon länger. Und hier habe ich dann nochmal mir einen gemacht, weil ich den einfach so mag und so cool finde, wollte ich den an dem Ohr auch, obwohl ich keine doppelt habe am Ohr. Den habe ich mit meinem besten Freund zusammengestochen und er sich dann gleichzeitig auch, also nicht den, ein anderes halt. Klar, da gibt es immer irgendwie so ein paar Geschichten und es kommt definitiv noch ein Piercing-Video, wirklich, wirklich, wirklich. Ich habe es schon oft gesagt, ich werde oft gefragt, ich verspreche es euch, es kommt ein Video über alle meine Piercings und wie die heißen und ob es weh tut und pipapo und um alles um Piercings. Das Thema Piercing kommt, noch ein Thema, verspreche ich euch. Dann noch eine Frage auch von dir, bist du glücklich mit dir selber? Ich würde schon sagen ja. Das Einzige, mit dem ich nicht so glücklich bin, ist, dass ich halt meine alte Figur wie vor der Schwangerschaft nicht habe, weil ich habe definitiv noch 15 Kilo mehr wie vor der Geburt, weil ich war sehr, sehr schlank, auch wenn man sich das jetzt nicht vorstellen kann, weil ihr kennt mich nur so. Ich war sehr, sehr schlank, ich habe auch nur knapp über 50 gewogen. Und habe leider irgendwie zu viel angefressen während der Schwangerschaft, vielleicht weil ich auch so dünn war, ich kann euch das nicht sagen. Und irgendwie hängt mir das jetzt überall und ich krieg's nicht mehr runter. Also das ist das Einzige, womit ich halt nicht so glücklich bin, aber da kann man ja dran arbeiten. Das ist ja nichts, was nicht irgendwie, ne, nicht wegzumachen wäre. Man muss nur etwas Zeit haben, Disziplin und sich da ein bisschen durchbeißen. Und ja, irgendwie schaffe ich das momentan nicht, bin ich auch ehrlich, ich meine, ne. Das ist aber eigentlich so das Einzige, was mich an mir stört und ansonsten, ja, bin ich glücklich mit mir selber, ja. Ballettteacher 84, was hörst du für Musik? Also ich höre eigentlich alles querbeet, total, so Charts, hoch und runter, alles was da so kommt. Ich mag sehr, sehr gerne Robbie Williams, sehr, sehr gerne. Höre aber auch Rammstein und solche Sachen oder Deichkind und total durcheinander, würde ich jetzt mal sagen, vom Stil her, also ob jetzt Pop oder auch mal in die Metal-Richtung oder Rock oder ja, deutsche Sachen mag ich auch sehr, so ein bisschen deutschen Hip-Hop oder so Sachen wie, wie Seed oder ja, querbeet eigentlich. Dann kommt Golden Sweetheart 246. Mich würde auch interessieren, wie du zu YouTube gekommen bist, das habe ich ja schon gesagt. Auch allgemein vielleicht Videos in diese Richtung schauen oder auch selber drehen. Ja, also wie ich angefangen habe, andere Videos zu schauen, kann ich euch gar nicht sagen. Ich habe das damals, diese ganze Szene und Community, gar nicht so gekannt. Ist mir auch eher so durch eine Freundin, bin ich da so ein bisschen drauf aufmerksam geworden und habe dann ein bisschen geguckt. Also da hatte ich schon so ein bisschen geguckt, aber nicht so richtig. Und erst dann habe ich mich dafür so interessiert zu gucken und dann findet man ja auch immer mehr YouTuber, wenn man anfängt zu gucken, dann lernt man den kennen, den. Am Anfang habe ich vielleicht nur 4, 5 geguckt und mittlerweile habe ich, ich weiß nicht, 80, 90 Leute abonniert oder so, ich kann es euch gar nicht sagen. Ihr wisst ja selber, wie das ist. Da kommen dann immer mehr dazu, alte, neue und dann empfiehlt wieder einer und dann guckt man da und dann findet man die toll. Ja, und selber zu drehen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Wenn du ein einziges Beauty-All-Time-Favorite nennen dürftest im Bereich dekorative Kosmetik, welche wäre das und warum? Ein einziges Beauty-All-Time-Favorite. Beauty-All-Time-Favorite. Oh Gott, ich wechsle meine Sachen total.
Also ich habe nie die gleiche Foundation, ich habe nie das gleiche Puder, ich benutze nie den gleichen Lippenstift oder Eyeshadow. Ich habe einfach auch so viele Sachen, ich benutze jeden Tag was anderes. Ich würde mal sagen, das einzige Produkt, was ich wirklich jetzt schon sehr, 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 sehr lange, eigentlich seitdem es sie gibt, ich weiß aber nicht, seitdem es sie gibt, benutze, wie ihr das auch wisst, bestimmt schon zum 7., 8., 9., 10. Mal nachgekauft habe, ist die Essence I Love Extreme. Das ist jetzt, sage ich mal, das einzige Produkt, was bei mir momentan zumindest ein All-Time-Favorite ist und wo ich mir auch immer nachkaufe. Das ist wirklich so was, wo ich total gut finde und günstig, aber natürlich auch sehr, sehr gut. Und ja, immer wieder nachkaufe. Ich habe mir seitdem auch keine andere Mascara gekauft. Doch einmal eine Catrice, die Lashes to Kill. Und dann hatte ich in der DM-Box mal eine, die 2000 Calories von Max Factor. Und jetzt habe ich noch die kleine Probe von der Benefit der Real. Okay, das waren aber eigentlich alles Geschenke, außer die Catrice, die ich mal geholt habe. Aber ansonsten konstant benutze ich die. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Ui, auf eine einzelne Person bezogen, dann ist es die Mira. Wie Fanny Pilgrim. Ah, ich liebe dich. Ja, die Mira, wenn ich nach einer gefragt werde. Mit der habe ich auch angefangen zu schauen. Also das war auch eine der ersten. Becky natürlich, Rebecca Flöter auf jeden Fall auch. Becky und Mira, mit denen habe ich beide eigentlich zeitgleich angefangen zu gucken. Und ich bin eigentlich von beiden, ja, gleicher Fan, würde ich mal so sagen. Das war's. Caroline Frank, ein Video zu deinen Piercings bitte. Ja, kommt, ich verspreche es euch, wirklich, ich verspreche es. Dann kommt die Frage von Giant Apple. Keine Ahnung. Was inspiriert dich? Nicht nur bei den Videos, sondern allgemein im Leben. Oh Gott, was inspiriert mich? Was inspiriert mich? Das ist jetzt schwer zu sagen. Also meine Kleine inspiriert mich natürlich. Da lernt man wieder Kind zu sein und Spaß am Leben zu haben und zu lachen und zu spielen. Und wenn es nur wirklich so alberne Sachen sind wie, ja, einfach nur mit dem Spielzeug zu spielen oder irgendwelche Grimassen zu machen und sie lacht sich tot dabei. Das habe ich mein Leben lang nicht mehr gemacht jetzt oder die letzten Jahre nicht gemacht. Und das inspiriert mich total einfach jetzt auch so. Da wird man selber wieder ein bisschen Kind und man kann spielen und lachen und toben. Und das macht einfach so viel Spaß, das kann ich euch gar nicht sagen. Wie gehst du damit um, dass manche Menschen YouTube dank der doch herrschenden Anonymität dazu nutzen, sich über Videos und deren Einstellung lustig machen oder den negativen Daumen geben, ohne wirklichen Grund? Wie gehe ich damit um? Mir ist es eigentlich egal, sage ich mal so. Ich meine, ich habe bisher, seitdem ich jetzt Videos mache, nicht viele Hater-Kommentare bekommen. Ich habe vielleicht, das kann man aber vielleicht an einer Hand abzählen, wie viele es waren, die haben mich dann schon erstmal so ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, hoch, was ist das jetzt und vor allem, was soll das? Ja, das ist so Sachen so aus der Luft gegriffen, ja, wo ich dann dachte, okay, wenn du meinst, ja. Hab da auch nie drauf geantwortet, das ist mir auch zu blöd, weil genau das wollen die Hater nämlich. Sie möchten die Aufmerksamkeit innerhalb den Kommentaren erregen, sie möchten dich ärgern, sie möchten dich fertig machen. Und sie möchten, dass eine Diskussion entsteht, sie möchten, dass andere sich darüber aufregen, dass andere mich vielleicht dann auch in Schutz nehmen wollen oder so oder dann mitdiskutieren und dann entsteht ja auch, das liest man ja auch sehr oft, eine hitzige Diskussion in den Kommentaren, die ich auch nicht nachvollziehen kann, weil am besten ist sowas einfach zu ignorieren und dann. Sie wollen ja genau das Gegenteil. Sie wollen, dass man antwortet. Sie wollen, dass man ausrastet und sich ärgert und diskutiert und sich rechtfertigt. Und das gebe ich denen nicht. Ich gebe denen nicht, was sie wollen. Also ich scheiß da drauf, sage ich mal. Mir ist es wurscht. Wenn sie was schreiben, schreiben sie was. Ich habe so viele tolle Abonnenten wie euch. Und ihr schreibt mir so, so, so viele liebe Dinge. Da lese ich mir einfach das durch. Und wenn da mal ein doofes Kommentar dazwischen ist, das juckt mich nicht. Dann lese ich weiter und freue mich wieder über das nächste schöne Kommentar von euch. Also das juckt mich echt nicht die Bohne. Also so sollte man damit auch umgehen, finde ich. Und ich kann das nicht verstehen, warum so jemand was macht.
ich finde, die Leute haben entweder ein Aufmerksamkeitsdefizit oder so, weil ja, sie einfach nur Aufmerksamkeit erregen wollen. Die meisten von solchen Hatern sind ja auch keine Beauty-Freunde oder so. Die interessieren sich für die Thematik überhaupt nicht. Die interessieren sich für die Videos nicht und für das Thema nicht. Die wollen einfach nur haten und das kann ich nicht verstehen. Also die haben echt nichts zu tun. Die haben kein Hobby, keine Freunde. Die sind wahrscheinlich unglücklich, würde ich mal sagen. Was denen Spaß daran macht, kann ich euch nicht sagen. Also, und ich würde sagen, das soll jeder so sehen, weil das hat echt keinen Sinn, ne? Dann noch von, was haben wir noch? Berliner Vampir. Welchen YouTuber magst du am liebsten? Welche YouTuber? Ah, jetzt kommen schon mehrere. Sorry, ich habe gerade nochmal gelesen. Ich habe nämlich vorhin gewusst, einer hat eins nach einem gefragt und einer die Allgemeinheit. Welche YouTuber magst du am liebsten? Also Fanny Pilgrim, Rebecca Flöter. Das sind meine zwei so, ne? Mit, also die ich halt auch schon am längsten kenne, würde ich mal sagen. Also kenne von dem her, dass ich mit den beiden angefangen habe, Videos zu schauen. Mittlerweile kenne ich auch beide persönlich, was mich total freut. Die Mira wie auch die Becky sind ganz, ganz, ganz tolle und liebe Mädels. Die Becky habe ich jetzt schon öfter gesehen und die Mira erst einmal in Frankfurt, aber wir twittern als auch und so. Und ja, beide ganz, ganz tolle Mädels und ich habe mich so gefreut, die kennenzulernen und freue mich auch immer wieder drauf, sie zu sehen. Wen habe ich noch kennengelernt und wen mag ich? St. Millie mag ich total. Sandra ist so eine süße Maus, sehe ich auch und schreiben und ja, die mag ich auch total. Habe ich auch sehr früh angefangen mit ihren Videos, muss ich sagen. Gucke ich auch schon sehr, sehr lange. Wen gucke ich denn noch gerne? Oh Gott, das kann ich jetzt so irgendwie auf die Schnelle gar nicht sagen. Von den neueren, so meinen Mädels, natürlich die Jessie, die Mama T4, dann natürlich die Debbie, die X-Madame Roquette, dann die Conny, die Love by Accident, das sind so meine Mädels, so die alle so mit mir auch angefangen haben, die ich auch alle persönlich kennengelernt habe. Ja, von den älteren, gut, jetzt haben wir die drei, die ich am meisten gucke. Wen gucke ich denn noch so gerne? Ich gucke so viele gerne. Wen gucke ich denn noch gerne? Empathy 25 natürlich, die Nadine. Dann gucke ich auch gerne Missy Gutterbrain und die Chrissy Cosmetic und die Lil Crazy. Die gucke ich gerne. Dann die Nat Make-up natürlich. Oh, die hätte ich jetzt fast vergessen. Natürlich. 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 Die Vika. Natürlich. Schätzelein. Kenne ich auch schon persönlich, auch schon zweimal getroffen. Net Make-up würde ich gerne mal treffen. Wohnen aber alle leider nicht so in der Nähe, ne? Wen gucke ich noch? Soraya gucke ich gerne. Wen gucke ich denn noch gerne? Die Mindshadow gucke ich gerne. Macht zwar gerade ein kleines Päuschen, aber das sei auch jedem gegönnt. Das gehört dazu. Mag ich aber auch total gerne. Habe ich auch schon kennengelernt. Ach ja, ach Gott, es gibt so viele. Jetzt muss ich voll drüber nachdenken und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Hoffentlich sieht es jetzt keiner. Und die Kathi natürlich, Kathis Welt, natürlich. Die vermisse ich auch ein bisschen. Ah, wen gucke man noch? Sternchen 02211 gucke ich gerne. Zündi. Ja. Keine Ahnung, ich könnte euch jetzt, glaube ich, alle aufzählen, aber das sind so jetzt, sage ich mal, die ersten, die mir so spontan einfallen. Das ist gar nicht so einfach, spontan die ganzen Namen, bis man die so zusammen hat. Hätte ich mir vielleicht doch mal aufschreiben sollen. Sorry, wenn ich jemanden vergessen habe, dann schreibe ich es in die Infobox. So, dann die letzte, Laura Norway, hast du Freund Mann? Ja, Mann. Welcher ist dein Lieblingslippenstift? Den habe ich nämlich schon hier, da spiele ich schon die ganze Zeit mit rum. Natürlich, ein MAC-Lippenstift. Wie könnte es auch anders sein? Ich liebe MAC-Lippenstifte über alles. Meine Sammelleidenschaft. Und das ist der MAC. Eigentlich wisst ihr es wahrscheinlich schon. Impassioned. Die Lieblingsfarbe von mir. Die geilste Farbe ever. Ich liebe sie und ich bin auch so froh, dass die im Standardsortiment ist. Super pigmentiert, einmal drüber. Ist ein Amplified Finish, was eh am besten ist. Schön cremig, tolles Finish, hält super lang auf den Lippen. Ist so eine wundervolle Farbe.
Ja, cremig sieht sie aus, glänzendes Finish. Ich liebe, liebe, liebe diese Farbe. Ich trage sie auch für euch. Hab zwar Lipgloss drauf, aber egal. So viel Zeit muss sein. Oh, mein Akku blinkt. So viel Zeit ist doch nicht mehr. Ja. MAC Impassioned, kauft ihn euch, wenn ihr euch ihn nicht habt. Der schönste, schönste, schönste Lippenstift überhaupt. Was arbeitest du oder hast du mal studiert oder sowas? Okay, die Frage hatten wir auch schon, die überspringe ich jetzt mal schnell. Studiert habe ich nicht, nein, ich habe Realschulabschluss und dann habe ich noch ein Jahr Berufskolleg gemacht, kaufmännisches Berufskolleg und danach habe ich die Ausbildung angefangen. 2,5 Jahre und ja, seit 2001 bin ich damit fertig. Also seit 1998, da habe ich angefangen zu arbeiten, sagen wir es mal so. So, das war auch das letzte Kommentar. Ich habe eigentlich versucht, alles zu beantworten, was ging und was ich wollte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe es. Schreibt mir was in die Kommentare, ob ja, euch meine Antworten gefallen haben und wie ihr das Video fandet. Ja, sorry für den schnellen Schluss jetzt, aber bevor es ausgeht, sage ich, bis dann, meine Lieben, macht's gut.